Hallo meine Lieben, sonnige Grüße schicke ich euch. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung geht es um die kommenden 72 Stunden. Wie werden die denn so für dich sein? Was wird passieren? Was wirst du erleben? Ich schaue für dich dafür in die Tarotkarten und ich fange jetzt einfach mal an, die Karten für dich zu mischen. Was wird in den kommenden 72 Stunden passieren? Was wirst du erleben? Die Karten wurden gemischt und jetzt schaue ich mir das Ganze genau an. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst, ja. Es ist eine allgemeine Legung und deswegen kann es natürlich sein, dass hier und da es Abweichungen gibt und vielleicht gehst du nicht mit allem in Resonanz, ja. Nicht alles, was ich hier sage, wird in den kommenden 72 Stunden passieren, aber du bist hier, du hast diese Legung gefunden und deswegen ist diese Legung für dich. Die Sieben der Stäbe, die Herrscherin, der Tod. Wow, das Ass der Kelche sieht gut aus, zusammen mit dem Tod. Das hat natürlich, der Tod hat nichts mit dem Tod zu tun, sondern diese Karte spricht hier von einer Veränderung, ja. Also, und das Ass der Kelche spricht hier von einer Chance in Bezug auf die Gefühle, in Bezug auf die Liebe, also in den kommenden 72 Stunden. Da wird was, was Starkes passieren, ja, denn hier die Karte liegt in der Mitte und daneben liegt auch die Herrscherin. Das wird hier ein starkes Ereignis sein für dich. Die Fünf der Kelche. Die zwei hier unten werde ich dann später noch auflegen, also aufdecken sozusagen, ja. Was ich hier so sehe, naja, also ich sag mal so, bei dir geht es drunter und drüber, ja. Also das zeigen mir die Karten. Vielleicht ist es auch jetzt schon die Situation bei dir, das muss nicht unbedingt in den kommenden 72 Stunden erst entstehen. Das kann jetzt schon so sein, ja, dass bei dir alles drunter und drüber ist. Ich habe hier schon etwas, vielleicht sogar ein bisschen aufgegeben, kann sein, ja, so ein bisschen aufgegeben, ach, ich lasse das mal sein und ich schaue einfach mal und eher habe ich hier sowas wie, dass sich eher zurückhalten, ja, und in den kommenden 72 Stunden, da wird sich was ändern, da wird sich grundlegend was ändern, dieses Zurückhalten. Das ist hier in Bezug auf eine ganz bestimmte Angelegenheit, kann etwas mit der Liebe zu tun haben, muss aber nicht, das kann etwas anderes auch sein. Und ja, die Veränderung, die wird schon ziemlich in die Tiefe gehen, sagen wir mal so. Und diese Veränderung in den kommenden 72 Stunden wird einen positiven Einfluss haben auf dich. Egal in welchem Bereich diese Veränderung kommen wird, aber ich habe hier im Kartenbild mittendrin eine Veränderung, den Tod. Und das ist hier auch, das Alte geht, das Neue kommt. Das Alte hat sozusagen lang genug gedient oder dieser Zustand war lang genug da und jetzt kommt was anderes, weil es so sein soll. Das ist hier Vergehen, aber auch gleichzeitig Entstehen. Ja, etwas vergeht, aber gleichzeitig entsteht etwas. Das ist nicht so, dass es vergeht und dann ist gar nichts mehr, sondern sofort, es kommt sofort sozusagen was nach und durch diese Veränderung habe ich bei dir das so, dass du aufblühen wirst.
Geschichte, in der diese Veränderung passiert, wird in die Entwicklung kommen mit der Herrscherin. Das wird sich wunderschön entwickeln. Das ist hier, entweder ist es etwas, wo du bis jetzt versucht hast, irgendetwas zu erreichen, du hast versucht, da irgendetwas zu machen, aber es hat sich irgendwie, naja, nichts ergeben, es wurde nichts draus oder nur so ein bisschen, aber so richtig zufrieden warst du damit nicht. Und in den kommenden 72 Stunden bekommt so einen Schub. Ja, das bekommt das Ganze, die ganze Situation bekommt, als würde man zum Beispiel so eine Pflanze düngen und sie blüht auf. Also sowas habe ich hier. Kann ziemlich schnell passieren. Das ist hier keine langsame Entwicklung. Ich habe nur 72 Stunden, ja. Also das muss hier schon ziemlich schnell passieren. Und ja, die Herrscherin spricht natürlich hier auch von etwas, was anfängt. Das ist hier gut mit dem Tod und auch weiter fortgeführt werden wird. Also, das hat nicht nur Auswirkungen auf die kommenden 72 Stunden, sondern das hat hier auch Auswirkungen langfristig. Also das ist hier eine längerfristige Entwicklung, zeigen mir die Karten, die in den kommenden 72 Stunden beginnen wird, sozusagen durch diese Veränderung. So kann man das sehen. Bei manchen, also ich habe hier so eine kleine Gruppe, wird diese Veränderung so stark sein, dass sie wirklich nur in den kommenden 72 Stunden eine super starke Wirkung haben wird. Ja, eine super starke Wirkung haben wird. Das wird noch nachhallen, aber bei vielen habe ich das hier so, dass über die 72 Stunden hinaus wird das Ganze dann weitergehen und weitergehen, weil das ist doch eher für die meisten hier sowas, dass diese Veränderung bringt das Neue, dieses Aufblühen, diese spannende Chance, ja, und das ist ja nicht nur am Wochenende oder nicht nur in den kommenden 72 Stunden, je nachdem, wann du dir diese Legung anschaust, ja, das kann das Wochenende sein, das kann auch mitten in der Woche sein, aber diese Veränderung ist hier viel zu stark, um nur in diesen kommenden 72 Stunden die komplette Wirkung zu entfalten, sondern das wird noch nachhallen, bei dem einen stärker, bei dem einen etwas schwächer. So habe ich das hier gemeint. Und ja, ich habe hier eine wunderschöne Chance in Sachen Liebe mit den Kelchen. Oder es geht um Gefühle, kann auch etwas Familiäres sein. Ja, das kann hier auch etwas Familiäres sein. Und ja, da kommt etwas einfach in Bewegung in Sachen Liebe, in Sachen Familie, in Sachen Gefühle. Kann sein, dass du jemanden neuen kennenlernen wirst mit dieser Veränderung und mit dem Ass der Kelche, dass jemand in dein Leben kommen wird, jemand Neues. Ich habe hier jemand Neues, ich habe hier niemand Altes. Das ist hier eine neue Geschichte, ja, mit jemandem. Und da sind irgendwie Gefühle dabei, da sind Gefühle drin. Und dieser Kelch wird entweder dir übergeben werden oder du wirst diesen Kelch übergeben können. Aber ich habe das hier so Anfang, ja, Veränderung in der Liebe, Anfang, jemand Neues, jemand anderes. Also wenn du jemanden kennenlernen wirst am Wochenende, dann ist es jemand, also ja, natürlich ist es jemand Neues. Aber was ich hier noch reinbekomme ist, dass das Ganze auch mit jemandem sein kann. Ja doch, das kann mit jemandem hier sein, auch wo du schon irgendwo dran bist, wo du schon mit dieser Person schon, mit diesem Menschen schon ein bisschen zugange bist, ja, wo das Ganze schon irgendwie begonnen hat vielleicht oder du bist mittendrin, aber da wird irgendetwas Neues entstehen. Deswegen habe ich auch gesagt, ein neuer Mensch. Vielleicht wird dir dein Gegenüber vorkommen wie ein neuer Mensch, wie ausgewechselt, kann so sein. Ja, ich habe hier eine große Chance in Bezug auf eine Verbindung, in Bezug auf Liebe und Partnerschaft in den kommenden 72 Stunden. Was ich hier aber noch sehe, ist zusätzlich noch habe ich hier sowas wie
Einen Flirt. Also, wenn du am Wochenende oder in den kommenden 72 Stunden einen Flirt haben wirst, kann sein, dass das nicht so verlaufen wird, wie du es dir gedacht hast. Ja? Ich habe das hier auch so, dass man in Bezug auf die Liebe etwas Tolles erleben wird und auch etwas weniger Tolles erleben wird, ja. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, so drunter und drüber. Und das kann auch mit der Liebe was zu tun haben, dieses drunter und drüber. Aber du wirst auch in die Welt rausgehen. Du wirst dich behaupten können. Und das habe ich nicht nur in der Liebe, sondern ich habe das auch generell. Dich behaupten können. Hier mit den sieben der Stäbe. Hier steht auch Courage. Also du wirst couragiert sein. Du wirst Power und Energie haben und du wirst es zeigen. Ja, du wirst es jemandem zeigen oder du wirst es allen zeigen. Irgendwie sowas habe ich hier, weil daneben liegt auch die Herrscherin. Also man muss mit dir rechnen. Das ist nicht so, dass das irgendwie so, dass du am Wochenende oder in den kommenden 72 Stunden ja wie so ein Blatt im Wind sein wirst, sondern gezielt und speziell und auch zielorientiert habe ich dich und auch das Ziel erreichen, ja? Vielleicht hast du irgendetwas vor in den kommenden 72 Stunden und das wirst du dann erreichen können. Du bringst es sozusagen in die Entwicklung. Etwas wird etwas Neues, auch wenn man die Liebe außen vor lässt. Ich habe das hier auch so, etwas Neues wird in deinem Leben beginnen, durch eine Veränderung. Etwas Neues beginnt durch eine Veränderung in deinem Leben und es blüht auf. Kann sein, dass du auch aufblühen wirst mit der Herrscherin, dass es dir super gut gehen wird auch und du bist sozusagen beherrscht die Lage, beherrscht die Situation, beherrscht dein Leben oder du beherrschst eine ganz bestimmte Situation. Das kann hier auch so sein. Die Prinzessin der Kelche und der Prinz der Kelche. Sehr viele Gefühle und sehr viele Emotionen werden dich in den kommenden 72 Stunden begleiten. Das zeigen mir diese Karten. Das kann man natürlich hier auch als zwei Personen sehen, ja? Die Prinzessin und der Prinz zusammen, gemeinsam. Beides Kelche kann um die Liebe gehen, um diesen Neuanfang in der Liebe, um diese Chance in der Liebe. Ich habe das hier so, dass dein Gegenüber, falls du schon ein Gegenüber hast, bis jetzt irgendwie so enttäuschend war, dich enttäuscht hat, eventuell selber enttäuscht war und sich irgendwie nicht so ganz getraut hat in Bezug auf die Liebe, die Gefühle. Und jetzt in den kommenden 72 wird sich das Ganze verändern. Sowas kommt auch hier durch. Und ich habe ja auch hier sozusagen ein Paar. Ein Paar habe ich auch hier. Und ich habe hier auch eine. Ja, etwas, was auf dich zukommen wird. Also ich habe hier eine Chance und ich habe hier noch etwas, was auf dich zukommen wird. Und das hat mit den Gefühlen zu tun. Also die Karten sind ganz eindeutig. Und deswegen meinte ich drunter und drüber, weil hier ist die Veränderung, Wachstum, diese Chance. Dann habe ich hier vielleicht sogar irgendwie so eine kleine Enttäuschung in Sachen Liebe. Vielleicht wird man dir absagen, vielleicht wird man sich nicht melden, aber dann kommt etwas ganz Tolles in Bezug auf die Gefühle, die Liebe auf dich zu. Kann auch familiär sein, ja? Das kann auch natürlich familiär sein. Das sind auch Gefühle mit dabei. Und ja, die Prinzessin der Kelche, ja, das ist vielleicht so ein Angebot oder sowas. Das kann hier auch sowas sein, dass ein Angebot auf dich zukommen wird. Ein Angebot vom Herzen. Ein Angebot in Sachen Liebe. Vielleicht wird sich auch hier dieser Prinz der Kelche bei dir entschuldigen. Das kann auch eine Entschuldigung sein, weil man so viel Falsches gemacht hat, so sich schlecht verhalten hat. Ich habe hier so eine Enttäuschung, ja. Und da ist bei einigen hier eine Entschuldigung sozusagen angesagt und die wird in den kommenden 72 Stunden hier kommen, was ich hier so sehe in den Karten, ja. Der Prinz der Kelche, das muss nicht unbedingt eine Person sein,
kann auch hier so eine Stimmung sein. Also ich habe hier die Liebe. Ich habe ein liebevolles Wochenende, liebevolle kommende 72 Stunden, ja? Sowas habe ich hier für dich. Also die Gefühle werden die Hauptrolle spielen. Die Gefühle werden im Vordergrund sein bei dir. Ja, ein bisschen machen, ein bisschen tun hier, auch Präsenz zeigen, präsent sein, aber diese Veränderung, sie zeigt sich mir hier in den kommenden 72 Stunden ganz stark in Bezug auf die Liebe. Das hat etwas mit der Liebe zu tun. Ja, das wollen dir die Karten sagen. Und bei einigen können das wirklich starke Emotionen sein, starke Gefühle, ein starkes Auf und Ab der Gefühle. Bei einigen. Ich habe hier auch noch eine andere Gruppe, wo diese starken Gefühle eher die ganze Zeit sehr stark empfunden werden und es gibt fast gar kein Ab, ja, dass es runtergeht, dass es irgendwie so ins Negative umkippt. Dass es ins Negative umkippen kann, habe ich bei ganz, ganz wenigen, aber dann wird es wieder nach oben gehen, ja. Ich habe das hier, wenn zum Beispiel irgendeine Enttäuschung passieren sollte, das ist nicht endgültig, soll ich dir sagen. Ja, denk nicht, dass es jetzt vorbei ist, dass es jetzt Ende aus ist. Das ist das nicht. Denn dann kommt wieder ein Angebot auf dich zu. Ein Angebot mit Liebe, ja? Habe ich hier ein Angebot mit Gefühlen. Das sind irgendwie Gefühle mit verbunden, und zwar starke Gefühle. Und vielleicht ist es nur eine Person. Vielleicht sind es aber auch mehrere. Ich soll dir hier sagen, dass irgendjemand für dich hier ganz, ganz starke Gefühle hat. Das kommt hier. Kann sein, dass diese Gefühle sich verändert haben oder verändern werden ganz stark in den kommenden 72 Stunden bei diesen Menschen. Diese Gefühle werden in den kommenden 72 Stunden ganz, ganz stark sein. Ja, das sollte ich dir hier auch sagen. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir warst, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir ja, wunderschöne kommende 72 Stunden, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.